Hey Mann, schnapp dir die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Lincoln, nimm die Schlüssel. Nebenan, schnapp sie dir, damit wir abhauen können. Hey, wir sollten die... Also, das war... Die Schlüssel liegen nebenan, schnapp sie dir, damit wir abhauen können. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier. Puh, das finde ich jedes Mal zum Brüllen. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Hm. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Georgie Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, krieg ich jetzt eine Antwort oder was? Wir... Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein.
Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnöcke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie's ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Stell die Säcke auf den Tisch da. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte... Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Kümmer dich um die Wache und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns drankriegen.
Ich weiß, was ich mache, verdammt. Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Ich habe ihm geantwortet, das sei ja wohl nicht mein Problem. Das Haus sei mein Eigentum und damit könne ich machen, was ich wolle. Ich habe sich... Wenn er nochmal mit dem Mietvertrag ankommt, wische ich mir damit den Finger ab und lasse ihn das Ding auffressen. Mach schon, Mann, der Laden raubt sich nicht von alleine aus. Komm her, Mann! Verdammt, das ist ein scheiß Überfall! Ich hole Hilfe! Moment mal, der Junge dort sieht aus wie der Verdächtiger. Dafür jag ich dir eine Kugel durch den Kopf! Dieses Arschloch hat es auf mich abgesehen! Hat mich festgenagelt! Wir müssen ihn eintreiben! Helf mir hier mal! Er hat doch einen Kopf umgebracht! Der ist verrückter als eine Scheißhausratte! Wir müssen umernten! Schnappen wir uns die Schweine! Hier gebe ich aus beiden Läufen! Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Her mit dem Scheißteil.
Mach sie mit dem Rauch fertig! Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst! Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Hä? Der Marvin, der versucht zu fliehen! Ich bin hinten! Gekommen, dass ich die Post nicht mal mehr aufmachen will. Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn... Du bist hier nicht in Vietnam. Reg dich ab! Wo war ich gerade? Seit der Sache mit Mama... Ach, scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die
haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sir sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja gut, schon klar. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit dir ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln.